Da bin ich schon wieder. Und jetzt sollte das hier auch alles ordentlich funzen. Da muss der Christian halt doch in 30 FPS streamen. Alles cool. Dann ist das so. Ich kann damit leben. Aufpasse! Hält sich wacker, ne? Hält sich wacker. Hier einmal nach links. Okay, hier ist jetzt natürlich miese Steingeschichte. Jetzt ist besser. Alles klar, Ömer. So, hier müssen wir dann mal runter. Ja, da merkt man mal. Ja, mein Rechner ist ja schon alt hier. Müsste halt wirklich, um dann irgendwann mal mit 60 FPS was zu machen, natürlich hier ein Upgrade hin. Aber ich sag's ganz ehrlich, wenn ich mir die Xbox Series X jetzt hole, dann die PlayStation 5 eventuell Anfang nächsten Jahres, bleibt dann kein Geld mehr für einen neuen Rechner. Und deshalb müssen wir mit den 30 FPS halt vorlieb nehmen. So, ich hoffe. Ich würde eigentlich gern so rechts dort vorbeifahren. Weil Eis einbrechen juckt den ja jetzt nicht so. Wieder so eine Monstersteine hier. Das passt doch mit den 30 FPS. Ja, das ist halt immer so dieses Denken, was man dann so hat, wenn man so streamt. Ah, man will, dass das gut aussieht. Und erst recht halt wegen neue Konsolengeneration, wegen Qualität und so. Aber alles gut. Ja, jetzt geht wieder alles, Yes Man. Alles gut. Ich könnte auch einfach mal Diff mit anmachen. Na komm. Nicht der einfachste Weg. Also von der Schneetiefe zumindest. Und dann mit so einer großen Kiste, mit der wir hier halt langfahren. Aber es ist auch einfach mal was anderes. Christian, ich hatte dieses Jahr noch keinen Urlaub. Jetzt muss ich schauen, dass ich dieses Jahr noch 20 Tage Urlaub mache und 10 Tage nehme ich mit ins neue Jahr. Na dann! Oh, was tue ich hier? Na dann möchtest du auf jeden Fall mal frei machen. Dann wird's Zeit. Wo willst du hin? Fahr ich halt hier im Lastgang.
Oh, was ist das da vorne mit dem Strommast? Aber auch das werden wir überleben. Hauptsache, der Sprit macht noch ordentlich mit. Und los. Danoir, ich grüße dich. Jetzt habe ich hier ein kleines Problem. Keine Windenpunkte? Oh. Einsam und allein fährt ein Christian in unwegsames Gelände hinein. Das war der Reim zum Sonntag. Auf jeden Fall. Ich glaube, mit dem Cut kriegst du noch Probleme bei der Aufgabe. Oh, Scheiße, ey. Ich hoffe mal nicht. Ich muss eigentlich Steinen so ein kleines bisschen aus dem Weg gehen. Was hier natürlich noch ordentlich schwer wird. Alles wird gut. Alles wird gut. Da ist dann alles vereist. Ach du Scheiße. Naja. Da muss ich langsam machen. So, jetzt versuchen wir hier mal. Mal die große Kiste macht so eine Steine, so eine Bäume doch hier kaputt. So viel dazu. Oben in Daniel ist da. Guckt an, Leute. Ach, ich wäre eigentlich lieber dort rechts lang gefahren. Schön sachte. Einbrechen ist jetzt nicht so schlimm. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt zu hoch. An den Daniel keinen Stress. Ich will jetzt hier gerade mal.
Okay, hier ist kleine Rettungsaktion vonnöten. Oder auch nicht. Ey, Leute, ohne Mist, ich verstehe nicht. Das will mir wirklich nie in den Kopf. Dass der über dieses eine Scheißbrett da nicht rüberfährt. Und ohne Mist, Leute, das hätte keiner von euch vorausgesagt. Dass es mit dem Eis schwierig wird? Ey, cool, sehe ich alles ein. Ach. Hä? Ah, das ist... Das finde ich jetzt ein bisschen affig. Und das ist so ein Spieler. Das ist ja jetzt so ein Fehler vom Spiel. Da braucht er mir jetzt hier nichts erzählen. Dass er jetzt hier stecken bleibt... Das ergibt keinen Sinn. Ach, jetzt machst du es, oder was? Muss ich nicht verstehen. So, wir fahren sachte. Wir sind rübergekommen. Ey, Christian, würdest du den Theorie-Test B-Führerschein heute nochmal bestehen oder durchfliegen? Wie würdest du dich selbst einschätzen? Ne? Definitiv, Mattia, würde ich durchfallen. Bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil das Problem ist ja, es gibt bestimmt auch wieder irgendwelche Regelungen, die sich geändert haben, seitdem, wo man das letzte Mal Führerschein gemacht hat. Du musst dir mal vorstellen, warte mal, das will ich ganz kurz mit dir erzählen. Ich habe, wann habe ich einen Fleppen gemacht? Heiko, ich grüße dich. Wann habe ich einen Fleppen gemacht? Direkt mit 18. Also 2004. 2004 habe ich Fleppen gemacht. Oder 2003? Steht doch hier irgendwo, ne? Ich habe ja mein Portemonnaie hier liegen. Aha, Oktober 2004. Also jetzt so vor gut 16 Jahren. LKW-Führerschein habe ich gemacht 2010. Und da musstest du ja auch am Anfang so eine Prüfung machen, um mal zu gucken, wie dein Stand ist. Durchgefallen. Bin ich durchgefallen. Milo, grüße dich. Die kann man mit dem Kran übers Wasser legen. Oh, scheiße, warte mal. Wir sind erstmal übers Eis. Der MP-Killer ist auch da. Moin, mein Gudda. Damals waren ja noch 10 Fehlerpunkte okay, aber ich schon mal geschrieben habe, haben sie... auf 3 verschärft. Hm. Ah, ich glaube, die Wertung ist ja jetzt auch einfach ein bisschen eine andere, ne? Damals gab es ja dann, was weiß ich, mehr Punkte auf eine Frage. Das war bei LKW auch so. Da hast du dann Fragen gehabt, wenn ihr die falsch hattest, waren das gleich 3 Fehlerpunkte oder 4 oder 5. Das ist halt auch schon übelst lange her, ne? So, ich würde die Aufgabe gerne beenden,
Bis dahin ist der Blex bestimmt mit seinem Update fertig. Nindanio wird dann, denke ich mal, soweit sein. Und ja. Freust du dich auf das neue Monatsevent ab morgen? Ah, yes, man, ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich nehme es so hin. Ich freue mich viel mehr über die Tatsache, dass Zombie John Cena bei mir jetzt im Roster ist, wie bei jedem von euch. Ich freue mich darüber, dass ein Rey Mysterio diesen Monat dazukommt. Ich freue mich darüber, dass ein, sag schon, ein Brock Lesnar Striker dazukommt. Und das sind meine Highlights für den November. Das sind meine Highlights für den November. Und davon vielleicht einpacken zu leveln, das ist mein Highlight. Das wird mein Highlight für den November. Hab mir mal bei meiner Nichte die Fragen angeguckt und die Fragen sind schon krass. Wie viele Fragen drehen sich auch eher um das Auto. Ach, echt mehr Technik jetzt, ne? Heute bitte bist du früh dran, Christian. Wie lange planst du zu machen? Milo, ich sag's ehrlich, lange. Ich will heute ordentlich was packen. Ich will ordentlich was packen heute. Also wir machen mindestens bis Nachmittag. Außer mir geht zwischendrin auf immer schlecht. Ich habe Hunger, Durst, schlechte Laune oder ihr kotzt mich an. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ja, 2-5er-Fehler. Genau, da war was. Da war was gewesen, genau. Und Vorfahrtsfehler ist sofort raus. Das war bei mir bei LKW. Das sagt mir auch noch was. Das sagt mir auch noch was, Witwenmacher. Und ich muss dann nachher mal meine Mütze wechseln. Die ist so straff um Koppe. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Habe ich einen größeren Kopf gekriegt? Habe ich so viel Wissen auf einmal? Ist mein Gehirn so groß? Ich Gehirn. Ich hatte aus Versehen einen Coin ausgegeben, weshalb ich mir den Cena nicht holen konnte. Fuck. Kacke. Leute, ich sehe das hier gerade mit dem Sprit und ich sehe das sehr beängstigend. Das ist doch nicht mehr weit, das ist doch da vorne. Jetzt hier keine Scheiße mehr am Ende hier. Wow! Links bleiben. Ach du Scheiße! Ärger mich, der wäre anstelle von Zombie Finn hochgegangen. Naja, es drängt dich ja keiner. Oh, das ist jetzt hier natürlich... Ich brauche einen Windenpunkt. Der Negro haut 100 Bits raus. Ach, dir braucht nichts Leid zu tun, Negro. Hör auf. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen Grip durch die Steine kriege. Wollen die mir jetzt echt erzählen? Scheiße. Dass ich hier drüben keinen Windenpunkt kriege. Leute! Und nu hängen wir da! Nu hängen wir da! Oh Leute, er holt sich ein bisschen Grip, holt er sich ein bisschen Grip, holt er sich... Ja, 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 der Stein der Weisen! Ja, ja, zieh, zieh! Er ist am Windenpunkt! Ja! 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 Kämpf! Kämpf! 50 Schlitter! Okay, ganz cool, ganz cool.
Kamera ist wieder on point. Oh. Wir haben es geschafft. Erdrutsche in den Bergen. Glücksgefühle. Erfolgserlebnisse. Es ist toll. Es ist toll. Gut. Es bringt jetzt nicht vielleicht mega viel, obwohl dieser Weg, wenn der erledigt ist hier, ne, man kann. Tja, er ist halt fertig. Er ist halt fertig. Guck mal, also hier im Wohncontainer. Der hier unten ist. Oh, noch nie lang gefahren dort unten, ne? Was ist denn das eigentlich? Ach, was weiß ich. Okay. Aber es ist wieder was passiert. Es ist wieder was passiert.